Wo war ich stehen geblieben? Genau, also im Sinne von Power-Ups, Schilde, bla, Waffen und so weiter und so fort. Dann weiteres Merkmal, ein schnelles Movement, was hauptsächlich dadurch kommt, dass, also hauptsächlich dadurch erzeugt wird, dass man keine Iron Sights hat. Mit anderen Worten, du kannst nicht die Waffe anlegen. Was man Halo ja auch nicht kann, man kann es versuchen, mit speziellen Waffen zumindest, auch nicht mit jeder. Aber du kannst sie nicht anlegen, sodass du eben durch dieses, durch die Kimmel und das Korn, ja, Kimmel und Korn benutzen kannst. Und daraus resultiert nämlich Folgendes: In vielen anderen Shootern, die eben dieses System haben, ist es dann nämlich so, dass man, wenn man diesen Kimmel und Korn-Modus in Anführungsstrichen verwendet, man sich genauer zielt und langsamer bewegt. Was an sich kein schlechtes System ist, gerade für Konsolenshooter, weil man natürlich mit der Konsole immer den Konflikt hat, dass entweder kannst du dich nicht gescheit umdrehen oder du bist verdammt ungenau. Und dieses System hat man eben dadurch in gewisser Weise ausgehebelt, da man zwei verschiedene Genauigkeitsstufen hat. Wenn du ranzoomst, bewegt sich dein Zielkreuz relativ langsam, auch wenn du mit dem Stick viel Bewegung, also weiten Ausschlag hast. Wenn du dich nicht ranzoomst, dann bewegst du dich sehr schnell. Dadurch hat man so gesagt zwei verschiedene Genauigkeitsmodi, was natürlich für die Konsole super ist. Das wiederum hat man eben bei einem Arena-Shooter nicht, weil man eben nicht ranzoomen kann oder nicht durch Kimmel und Korn schauen kann. Dafür bleibt aber auch der Zweikampf relativ schnell, weil beide sich immer noch mit voller Spielergeschwindigkeit bewegen können. Und zumeist haben Arena-Shooter auch die Eigenschaft, dass du ziemlich hoch springen kannst und dich ziemlich schnell bewegen im Generellen. Und dadurch wird dieser Zweikampf eben, diese Zweikampfsituation eben eher so zum Fokus, während bei den anderen Showdown. Spielern, die eben dieses Kimmel- und Korn-Prinzip haben, dann eher andere Dinge in den Fokus gerückt werden, wie zum Beispiel die Map-Kenntnis und die Kenntnis der Spawns, was natürlich bei allen anderen Shootern auch wichtig ist, aber wo es dann eben da nicht mehr so auf den Zweikampf drauf ankommt. Führung Deswegen haben die erobert. meisten Arena-Shooter auch noch ein weiteres Kennzeichen, nämlich man hat deutlich mehr Leben. Man hat verdammt viel Leben und ich meine, das wird in Halo immer wieder deutlich. Geteilte Wenn Führung. man sich ein Call of Duty Führung anschaut, da macht verloren. man vielleicht Geteilte ein, zwei Führung. Schüsse und der Führung Gegner sieht ziemlich erobert. alt aus. Und zum Beispiel bei einem Halo ist das nicht so. Also mit dem AR brauche ich schon mindestens mein halbes Magazin, um jemanden zu töten, wenn nicht sogar mehr. Meine Snipe. Und ja. Bullshit. Zielen, 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 fail. Ja, snipen konnte ich noch nie gut und in der Halo Reach bin ich auch schon etwas aus der Übung. Wobei es vorhin im ersten Spiel, das ich mit Andy gespielt habe, Geteilte habe ich sogar halbwegs Führung. gut gesniped, ja. Aber egal. Führung errungen. Ja, und das ist halt noch so ein Problem und das stört mich persönlich, weil ich es eigentlich immer lieber habe, wenn man eben konsistenter zielen muss und diese Zweikampfsituation das Ausschlaggebendere ist. Aber leider macht es den Shooter zumeist auch schwieriger, um ihn zu erlernen, um ihn zu meistern, um ihn eben zu spielen. Und deswegen findet dieses Prinzip immer weniger Anwendungen. Und da dieses Prinzip eben auch nicht aus gegebenen Gründen in Titanfall vorhanden ist, wird es wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht einen Halo-Ersatz für mich darstellen, Multiplayer-mäßig. Und ja, da gibt es eigentlich nur sehr wenige Spiele, die das höchstwahrscheinlich können. Was? Die Reach-Granaten, ja. Wie zum Beispiel, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, wo ich aber leider kein, obwohl höchstwahrscheinlich so alt wie das Spiel ist, wäre sogar mein PC gut genug, aber
bis ich keinen neuen PC habe, möchte ich da auch nicht mit anfangen. Und zwar Quake wollte ich unbedingt mal ausprobieren, weil es eben auch eigentlich der Arena-Shooter schlechthin ist. Und ja. Aber egal. Das ist eben eine Sache, die mich stört. Dann eben andererseits dieses überall sind Titans durchgehend die ganze Zeit, weil jeder einen bekommt. Was ich an sich nicht so schlimm finde, weil zwar bekommt jeder einen Titan, egal wie gut er ist, aber manche bekommen ihn halt schneller, wenn sie besser sind. Stört mich nicht. Aber mich stört generell, wie schnell man Titans bekommt. Also mir ist, ich finde nämlich das Gameplay von, das Gunplay, müsste man sagen, die Fachbegriffe und Shit, von Titanfall sehr cool. Aber hier, das Gameplay mit den Titans an sich, oh, ein Gegner ist schon wieder draußen, oh Bullshit, finde ich nicht so cool. Das finde ich nämlich eher dadurch, dass viele Explosionen überall sind und man durchgehend von überall angeschossen wird und dann muss sich der Titan auch noch alle zwei Minuten zu Wort melden von wegen Piu, Piu, Free Damage Incoming, weil irgendwo überall jemand mit seiner Anti-Titan-Waffe um sich ballert, was ja auch gut so ist, dass die Titans schnell down gehen, aber im Generell jetzt halt ein bisschen nervig. So dass das Ganze ziemlich viel Chaos erzeugt und Verwirrung und überhaupt und mich deswegen nicht so reizt, weil ich dann schnell den Überblick verliere. Gut, höchstwahrscheinlich, je öfter man spielt, desto weniger ist es da, aber es hat mich eher abgeturnt am Anfang, muss ich sagen, diese Tatsache. Und ja, aber was soll's. Trotzdem ist es, wie gesagt, immer noch ein Shooter, auf den ich mich sehr freue. Was ich, eins wollte ich nur ganz kurz sagen, wo ich am Anfang sehr viel Angst hatte, ist, dass die Titans eben sehr overpowered sind. Sind sie aber gar nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind zum Teil schon fast underpowered, weil erstens viele andere Titans immer rumrennen. Dadurch, dass eben auch jeder einen Titan bekommen kann, ist es eigentlich meist so, dass die, wenn man selbst einen Titan hat, das Gegnerteam oft auch schon bereits einen Titan hat. Die sich dann eben gegenseitig so gesagt wieder aufheben oder zumindest schafft es zumeist eigentlich der eine Titan-Spieler den anderen Titan so arg zu beschädigen, dass es für die Menschen, die unten am Boden rumlaufen, ein leichtes ist, den Titan dann schlussendlich auszuschalten. Und ja. Aber andererseits ist es halt eben auch ein großes Problem, dadurch, dass es so viele Titans gibt, weil ich finde, dass es eben dieses Gunplay, was mich eigentlich an dem Spiel reizt, mit diesem schnellen Movement, das doch wirklich für einen modernen Shooter sehr schnell ist, oh mein Gott, kaputt macht. Das habe ich AFKs getötet, mache ich sonst nie. Egal. Oh, Bullshit. Kaputt macht, weil man irgendwann, erstens halt sitzt ein gewisser Anteil der Spieler bereits die ganze Zeit mit einem Titan, hier ist übrigens der Shotgun, Leute. Nein, niemand, okay. Und andererseits ergibt sich dann daraus das Problem, dass man selbst eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, auf irgendeinem Haus rumzusitzen und irgendwelche Titans mit Bazookas kaputt zu machen, als dass man eben cool mit der Waffe rumrennen könnte, um sich zu freuen und andere Leute zu töten. Und das ärgert mich halt, weil gerade das macht mir eigentlich bei Titanfall am meisten Spaß. Dazu kommt man aber nie, weil man eigentlich eher damit beschäftigt ist, zu versuchen, die gegnerischen Titans zu zerstören und deswegen eigentlich durchgehend irgendwie am Anlocken mit der Bazooka ist und dann, also Anlocken, sollte ich vielleicht klären, ich sollte vielleicht einfach nur Locken sagen, aber nicht das deutsche Locken, sondern das englische, also das Anvisieren mit der Bazooka ist und da dann nicht wirklich dazu kommt, mal irgendwie einen Spieler so zu töten. Natürlich jetzt, also ich gehe mal ganz stark davon aus, ich hoffe es zumindest, dass es auch einen Non-Titan-Spielmodus geben wird und das wird dann wahrscheinlich auch der von mir am meist gespielteste sein, weil mir sonst das Gameplay eigentlich ganz gut gefällt, das Titan-Roll aufweist. Aber das mit den Titan selbst ist halt so ein bisschen im, meines Erachtens nicht Schwachsinn, aber nicht so cool. Also macht mir zumindest nicht so viel Spaß. ja. Irgendwas wollte ich vorhin noch ganz wichtig sagen, das habe ich wieder vergessen. Also es hat ja auch mit Titanfall zu tun und da habe ich angefangen und dann zu sagen, dass die Titans nicht so viel Leben haben. Komm schon, komm schon, komm schon, Bullshit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie auch immer ich da hinkommen bin. Ey, oh, Reach. Reach und seine... Ah! Tja. Ja. Und, das habe ich jetzt wohl vergessen, was ich ursprünglich sagen wollte.
Das ist jetzt schon leicht ärgerlich, weil ich fand es eigentlich doch noch recht wichtig. Lass mich mal kurz wiederholen. Titans haben nicht so viel Leben. Oh mein Gott, der wird mich sowas verschlagen. Oh nein, diese Granate. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Erstmal ein paar Mal anhitten, dann schauen, dass mir eine Granate entkommt. Jungs, wo seid ihr hin? Chatpack. Oh mein Gott. Ende. Sehr schön, sehr schön. Knobi Vital, was? Ja. Und das ist eben die ganze Sache. Zu Titanfall, das andere fällt mir nicht mehr ein. Also an sich sind die Titans ja nicht schlecht gebalanced. Ich meine, sie gehen ganz schnell down. Also es ist nicht so, dass sie eben mega OP sind, weil das Laufkerl gar keine Chance mehr hat. Es ist halt nur so, dass sie meines Erachtens halt das Gameplay zu sehr auf diese Titans richten und rund um diese Titans fokussieren, was mich persönlich jetzt nicht so anspricht, aber jeder wie er will. Ja. Trotzdem eben ein Shooter, auf den ich mich freue, aber wird für mich hauptsächlich höchstwahrscheinlich eine Nebenbeschäftigung sein, weil es für mich keine Konkurrenz zu meinem immer noch Favoriten Shooter Halo darstellt. Und somit ja. Mit diesen Worten werde ich mich jetzt aber vorerst auch mal wieder verabschieden. Ich werde es noch ein bisschen weiter mit Andy spielen. Rainbow Dasher, vergiss nicht, das Gameplay wieder hochzuladen, wenn du willst, dass ich es hernehme. Antrax, ich danke dir für die vielen Einsendungen. Ich werde schauen, dass ich sie mir jetzt dann runterlade oder zumindest dann aufnehme. Das einzige Problem, was sich nur immer stellt mit Halo 3, oh, du darfst maximal 100 Dateien in deinem komischen lokal gespeicherten Profil haben, weil wenn du mehr als 100 Dateien hast, dann bricht die Welt zusammen. Und deswegen werde ich wohl höchstwahrscheinlich nicht alle 5 Filme auf einmal runterladen können. Deswegen bitte lass sie noch etwas im Dateisharing, damit ich die so nach und nach aufnehmen kann. Weil, na gut, vielleicht ich müsste auch mal meine Halo 3 Filmsammlung ausmisten. Vielleicht ergibt sich dann dort einiges, was ich rauswerfen kann, um dann doch diese fünf Gameplays genau am Stück runterzuladen, wobei ich sie mir eh nochmal ansehen muss, aber ich tippe mal einfach zumindest von den Gameplays, die ich bis jetzt von dir bekommen habe, dass es sicherlich ansehnlich sein wird. Und ich werde dich jetzt einfach mal duzen, weil ich cool bin. naja, genau. Ja, und das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich ja schon fast wieder ein neues Spiel gefunden. Ich werde dieses Video eh in mehreren Parts machen. Somit überlege ich gerade, ob ich diesen Part hier auch noch mit aufnehme. Ich weiß natürlich nicht, wie unterhaltsam ich bin. Das heißt, es könnte natürlich sehr sein, dass ich hauptsächlich ziemlich unlustig bin und 90% der Leute schon wieder langweilen denken. Oh, wann kommt der denn endlich zum Schluss? Der alte Labersack.